Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Ich bin heute in Schottland, Glengoyne, Cask Strength, Batch Nummer 6, 59,8%. Sehr, sehr gut. Also, Whisky Base Nummer 109919. Und wenn du genau hier schaust, ich habe nur ein Rest da ist, obwohl die Flasche relativ neu ist. Habe ich sie bei einer Whisky-Verkostung dabei gehabt und ja, die leere Flasche sagt alles, nicht wahr? Gibt schon seit 2012, jedes Jahr gibt es ein neues Batch und die Batch Nummer 6 wurde mit First Fill europäische, First Fill amerikanische und Refill Sherry-Fässern, also nur Sherry-Fässern. Wenn ich richtig gelesen habe, zum ersten Mal, kommt darüber. Zum ersten Mal überhaupt exklusiv Sherry-Fässern benutzt hierfür. Liegt bei 45, 48 € kriegt man immer wieder. Die Distillerie wurde natürlich 1833, steht auf jeder Flasche, jede Sache jetzt hier gegründet. Und das ist offiziell ein Highland Distillery. Allerdings, wenn man über die Straße geht, wo die Lagerhäuser sind, ist man offiziell im Lowlands. Also wirklich der südlichste Highland Distillery, die es so gibt. Eine schöne, schöne Sache. Also, und einfach, ich liebe diese Sherry-Reifung. Ich liebe Glengoyne sowieso. Ja, oh, ich vergleiche immer wieder sehr gerne. Also, das kommt da drüben hin. Und womit könnte ich es vergleichen? Teapot-Tram, weil ich es kann, ja. Also, auch davon habe ich hier viele hoffentlich YouTuber glücklich gemacht und habe auch dann davon viele Leute dann da ein Sample hingeschickt. Oh, sieht gut aus, finde ich. Gut, hier ist mein Glas dafür. Schaue ich mal, dass wir alles hier auf dem Bildschirm draufkriegen. Einen Moment, ich kann nicht gleichzeitig lesen und ausschenken. Wir haben hier beim Teapot-Dram eine, wie viel haben wir denn da? Batch Nummer 6 auch. Und das ist Cask Strength. Das hat wie viele Umdrehungen? Das hat hier 59,3, 59,8. Also ich habe Flaschennummer immer noch 207 von 2772. Kriegt man nur in der Distillerie 90 Pfund. Also ich versuche mal hier rüber zu kommen. Ich sehe echt gut hier. Einfach mal. Umrahmt hier vom Glengoyne. Auch farblich, ihr merkt einfach mal so auch ein Unterschied. Ich hole mal hier. Ihr könnt schon sehen, der ist wesentlich dunkler als hier, obwohl das alles nur First Fill europäische, First Fill amerikanische und Refill Sherry. Hier im Gegensatz dazu ist nur First Fill Odoroso. Hier wird nicht gesagt, was für ein Sherry das ist. Hand-selected oak casks. Und da steht nirgendwo, welche Sherry benutzt werden. That's how long it takes before sherry casks are fully ready to receive our spirit. Also, keine Ahnung, welche Sherry das ist. Vielleicht ist es gar nicht wichtig. Okay, meine Nase sagt, Sherry, Holz, ein Hauch von Vanille, sehr gut, sehr harmonisch. Also, manche haben gesagt, mehr Korn, was ich nicht so nachvollziehen kann. Oh, ich dachte, das wäre gut, aber wenn ich zum Teapot-Dram hingehe, ist natürlich der Oloroso-Moment, diese fruchtige, so viel besser. Ich glaube, ich bin der Erste, der tatsächlich auf Deutsch jetzt hier den Teapot mit dem Batch Nummer 6, auch Teapot 6, mit dem Batch Nummer 6 vom Cask Strength vergleiche. Also dieses Recht habe ich, es ist echt schön. Und das Problem ist halt eben 59,8, 59,3. Ich werde ein bisschen Wasser gleich hinzufügen. Natürlich kann ich der Julia nur Nye-Trick machen, viel Spucke. Für 45 €. Eine der besseren, wenn nicht eine der besten Sherry Whiskys mit Fassstärke, die ich da draußen kenne. Glengoyne ist sowieso eine sehr milde Whisky. Ich tue das zusammen mit Balblair. Also ganz weich, ganz rund. Ich tue das zusammen mit Linkwood. Also Whiskys, die sehr, sehr schön sind, sehr einfach rund sind.
Und dann obendrauf diese Fassstärke und dann obendrauf mit verschiedenen Sherryfässern gereift, mit amerikanischer und mit europäischer Eiche. Hier drüben viel, viel dunkle, schokoladige, also ein bisschen Moncherie-Moment sogar. Man möchte pausieren. Ich möchte einfach mal genießen. Ich möchte einfach sagen, Dankeschön, dass es so etwas gibt auf dieser Welt. Hier drüben habe ich sogar ein Batch 4 gefunden. Werde ich irgendwann mal vielleicht für mich vergleichen. Aber ja, was soll ich sagen? Hervorragend. Irgendwann gehe ich dahin nach Glengoyne und wahrscheinlich mit meinem Glück wird es ausverkauft sein. Die machen das einmal im Jahr und das wird wahrscheinlich die ersten 3, vielleicht 4, 5 Monate Maximum reichen, sind alle 2000 Flaschen da weg. Der Teapot Dram ist einfach Wonne, also pur. Super. Hier drüben, das kriegt eine 1 von mir aus. Ja? Also heute wäre das ein 1. Ich glaube, in meinem Video habe ich sogar ein 1 Minus gegeben in meinen Livestream dazu. Und jetzt sind wir hier bei Teapot, beim Cask Strength Glengoyne. Immer noch, ich kann wunderbar mithalten, aber der europäische, ein bisschen Eiche kommt mehr durch. Da kommt ein kleines bisschen mehr Malzigkeit, ein bisschen mehr Vanille. Also hier ist pur Oronoso Sherry. Hier ist vanillig, hier ist Sherry immer noch. Hier ist ein bisschen anderer Sherry, ein bisschen eher ein, als ob ein oder zwei Fässern von Fino Sherry reingekommen wäre. Weiß ich nicht. Eine perfekte Balance zwischen Fruchtigkeit, Alkohol, Fassstärke und auch diese Holzvanille. Also der braucht wirklich hier für mich am Ende des Tages, wenn ich ein bisschen ein, zwei Schlückchen von irgendetwas hatte, hier kein Wasser mehr. Ich kann natürlich einfach mal so und dann noch ein bisschen Wasser rein und einen noch mehr genießen. Aber der kriegt für mich heute 1 minus. Ich finde einfach Glengoyne Cask Strength, auch Batch Nummer 6 und ich habe 5 und 4 und 3 und so weiter auch schon mal gehabt vor der Kamera. Hervorragend. Und auch der Preis-Leistung, 45 Euro für eine Fassstärke Sherry Deluxe Glengoyne. Ich sage, und das glaube ich, habe ich selten gesagt, eine 2. Eine solide 2. Also holt euch Glengoyne, Fassstärke, Cask Strength, Batch Nummer 6 oder 5 oder was auch immer denn da ist. Ihr werdet nicht enttäuscht sein. Das Problem ist, ich habe den neulich auch in der Verkostung gehabt. Und die Leute haben sich einfach mit den 40 und 43 und den 46 herum. Und dann kam plötzlich diese 59,8 und alle waren. Wenn man es nicht gewohnt ist, Fassstärke zu trinken, das ist schon wahnsinnig witzig zu schauen, wie die anderen darauf reagieren. Aber man muss sagen, okay, Wasser, Wasser, nochmal Wasser. Aber Jason, ich habe schon 3 Teelöffel. Ich sage, kein Problem, mach ein viertes, wenn es sein muss. Einfach mal verdünn den. Und oh, der ist immer noch gut. Ich sage, ja, der wird sogar teilweise besser. Also, das mache ich jetzt hier einmal. Also, es kommt hier mein. Da ist echt kaum noch was über hier. Mein Whisky da rein. Da kommt jetzt hier mein Wasser dazu. Also ungefähr 50% Wasser und so, Entschuldigung, 2 Drittel Alkohol, 1 Drittel Wasser habe ich hier ungefähr. Und der ist in der Nase immer noch gut. Das ist das wahnsinnige Tolle hier bei Glengoyne Cask Strength. Wird süßer dadurch, wird gefälliger, wird runder und da bleibt ein kleines bisschen ein unterschwelliger Schärfe dabei, was absolut alles unterstützt, wie eine Pfeffrigkeit. Und ich liebe die Flaschen hier mit den Gänsen hier drauf. Also Glengoyne heißt Tal der Gänsen. Also das könnt ihr hier kaum sehen. Einen Moment, schauen wir mal, ob ich das. Na, okay, gut. Ihr könnt das hier, naja, nicht gut sehen heute.
Eine volle Flasche könnt ihr vielleicht besser sehen. Auch hier hat man diese Gänsen da drauf. Das benutzen sie hier. Steuermarke vom UK. Ja, was soll ich noch mehr sagen? Ich habe das ein 1- gegeben. Ich habe es eine Preis-Leistung von 2 gegeben. Seltenst gebe ich ein 2 für Preis-Leistung. Absolut hier einer meiner Lieblings-Distillerien, wie auch einer meiner Lieblingsflaschen. Gefährlich gut, sage ich nur, ja? Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Meine Frage des Tages ist: Welche Fassstärke Whisky unter 50 Euro könnt ihr empfehlen? Es kann natürlich mit Sherry-Reifung sein, es kann Ex-Bourbon sein. Welche Fassstärke? Es kann natürlich eine unabhängige Abfüllung sein, es kann eine Distillery-Abfüllung sein. Unter 50 Euro, denn der ist eindeutig unter 50 Euro überall, könnte ich empfehlen. Würde mich echt interessieren, denn ob meine 2 gerechtfertigt ist oder nicht. So, Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Liken, abonnieren. Und auch immer wieder auf meine Sample-Liste schauen. Leider gibt es davon nichts. Das kommt auch nicht auf meine Sample-Liste, sorry. Aber es gibt genug andere Sachen da. Und auch dann da auf, hier, schau mal hinter mir, alles Mögliche an Whiskys. Und auch dann auf mein Amazon, irgendwas anderes kaufen. Gibt es auch bei Amazon. Vielleicht kriegt ihr das sogar auch für unter 50 Euro. Und dann jeden Tag kommt ein Verkostungsvideo raus. Beziehungsweise am Sonntag um 21 Uhr Livestream hier bei Whiskey Jason, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Tschüss!